da was für dich. Hast du von diesem Eddie, von dem berüchtigten Eastsiders gehört? War eine große Nummer in der Szene. Hatte diese heiße Braut Melissa, mit der ich... Naja, egal, ist lange her. Die veranstalten diese Challenge mit ausgesuchten Fahrern. Ausgesucht heißt genügend Rap. Bleib auf Empfang. Ausgesuchte Fahrer, genügend Rap, hört sich schon wieder an, Neble. Ich habe nämlich nicht weitergespielt. Willkommen zurück zu Need for Speed! Und heute ist Eddie am Start wieder. Er ist zurück, der alte Sack von Need for Speed Underground. Und wir sind hier in unserem fetten E30, haben natürlich noch die anderen Kisten hier. Aber, Eddies Karre gibt es ja noch nicht, okay. Ja, Eddies Challenges können wir jetzt machen und es gibt neue Sammelobjekte. Wir haben also wieder was für einen Livestream auch zu tun. Und ich werde jetzt erstmal die Garage nicht verlassen. Wartet mal, hier gibt es ja auch neue Tuning-Teile. Mal gucken, ob es für den was gibt hier. Ja. Scheinwerfer aber nicht. Ja, es gibt neue Tuning-Teile und so vieles und wir wollen uns jetzt erstmal umschauen. Travis hat uns ja darauf hingewiesen, dass Eddie am Start ist. Ich hoffe, ich brauche dafür jetzt nicht Level 60, weil dann kotze ich nämlich im Dreieck. Das dauert nämlich extrem lange, hier aufzusteigen mittlerweile. Und das geht jetzt bis Level 70. Ich wette, das wird bis Level 100 gehen. Da kommen bestimmt noch drei Updates. Ich bin gespannt. So. Genügend Rap, wieso, ja, wie viel brauchen wir denn dafür? Kann der mir das vielleicht mal erklären? Hey Mann, ich hab da was für dich. Hast du von diesem Eddie, von dem berüchtigten Eastsiders gehört? War eine große Nummer in der Szene. Hatte diese heiße Braut Melissa, mit der ich... Naja, egal, ist lange her. Die veranstalten diese Challenge... Ich bin auf Empfang. Ausgesucht... Was ist das denn? Urwegspunkt. Was ist das denn? Wohl 10, das ist okay. Ja, das alte Gefühl ist zurück, das Gefühl des Wartens. Wäre ja mal extrem nervig, wenn die Level irgendwas sein muss. Könnte ich von einem erwarten, ne? Aber irgendwie habe ich das schon im Gefühl. Das hat mich schon aufgeregt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen. Weil ich mir schon gedacht habe, die wollen bestimmt hier das und das Level haben. Bestimmt Level 60. Ganz schön nervig, ehrlich gesagt. Haben eigentlich die Bullen jetzt auch gepatcht? Also, das ist nix. Hier, Eddie Challenges. 15 Stück gibt. Okay. Nein, der Wagen, ich habe den ja im Trailer gesehen, sieht nicht so aus wie, ja, wie er damals aussah. Er ist also nicht das Original, da haben sie sich schon wieder was erlaubt, ne? Die haben wohl keinen Bock gehabt oder so. Da fehlt einfach mal das White Body und das ganze Vinyl sieht ganz anders aus. Oh, neue Gratis-Teile gibt es. Und diese Urwegspunkte. Aha, aha.
Ja, okay, also das heißt auf jeden Fall. Lol. Travis hat sich für dich eingesetzt. Das heißt, du bist gut genug für unsere Show. Es wird 15 Rennen geben, in denen das beste Starterfeld in Ventura bestimmt wird. Am Ende gibt es dann den Showdown mit Eddie. Bist du dabei? Du brauchst unsere App, um die Rennen zu verfolgen. Ich schicke dir den Link. Das war die alte, die wir im 350Z da als Gegner hatten. Geil. Hat ein Feeling, ey. So, App, wo ist die App? Wo ist die App, App? Gib mir die App. Die brauchen wir alle viel zu lange hier. So. Hier die App für Eddie's Challenge. Wird gerade installiert. Findet sie, wenn es auch noch einen Moment dauern. Halte durch, ja, ich versuch's. Ich dachte so, wo ich Eddie gehört habe, jawohl, endlich Whitebody, das alte Mantis-Kit, aber naja. Hi, Melissa hier nochmal. Die Challenge-App sagt dir, wann, wo, was passiert und zeigt Ergebnisse und Daten deines nächsten Laufs an. Die Gewinner kommen weiter, ganz einfach. Die ersten Event-Infos sind da. Wirf gleich einen Blick auf die App. Da vorne ist direkt was. Wie es aussieht. Ne, hier hinten. Die neuen in der Stadt. Ich habe ja Razors Karre nachgemacht. Ich glaube, der ist auch dabei. Das Razor Design für den Mustang, für den neuen. Aber das genauso wie ihr meins ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja nicht schwer zu machen. So. Event starten. Die neuen in der Stadt. Rundkursrennen. Eddie. Verlust, hat die Eddie hier zugepackt da. Zwinge Eddies Challenge. So, ja, Eddie dürfte eigentlich nicht so eine große Schnauze haben, weil ich glaube, der weiß nicht, dass wir es sind, die ihn damals schon mal besiegt haben. Und ich bin Forza gewöhnt, das merkt man jetzt. Dieses behinderte Game hier mit seinen dämlichen Pfeilen da unten macht einen immer total kirre. Und es sind ein paar Soundtracks noch dazugekommen, Originale aus den alten Need for Speed-Teilen. Ich schätze mal, die Challenge haben wir erstmal verwurstet. Ich bin mal überlegen, ob ich meinen Most Wanted BMW nicht wieder nehme. Die haben hauptsächlich erstmal die Bullen am Arsch. Oh Mann, ich bin Forster gewöhnt, weißt du. Ich habe mir der leider ein bisschen später geholt. Ich dachte, Forster wäre nicht so gut, aber jetzt habe ich mich voll verknallt in das Spiel. Es ist einfach. Ja. Need for Speed hat dagegen jedenfalls keine Chance. Ne? Würde ich mal schwer behaupten. Need for Speed sieht total bekloppt aus dagegen. Von der Fahrphysik her und alles. Vor allem, weil Forster auch viel an Tuning zu bieten hat. Naja, egal. Jetzt ist Need for Speed dran hier. Nur nicht verarschen lassen wieder. Guck mal hier, warum macht er so einen Schwenker? Ich hasse diese Pfeile, ne? Kann man die immer noch nicht ausmachen? Das ist keine Ideallinie, das ist eine Trolllinie.
Boah, ist das komisch, wenn man ein gutes Spiel gespielt hat, ein ausgereiftes, und dann diese Fahrphysik hier vor dem Latz kriegt wieder. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Ich mecker schon wieder über das Spiel, ne? Was soll ich denn machen? Das ist einfach so. Hier gibt's White Bodies und so, das ist das Einzige, was jetzt irgendwie besser ist als in Forza zum Beispiel. Das Handling hier ist halt ein bisschen wurstig, müssen wir alle zugeben, oder? Wir werden natürlich nur die Eddie-Challenges machen, alle den Rest Level aufleveln und die Sammelobjekte werden wieder live gemacht. Ich versuche so 3-4 Challenges pro Tag zu machen. Melissa nochmal. Die ersten Verlierer sind raus und wir sind weiter. Die Daten fürs nächste Event sind da. Also nein! Oh, krass, ey. Ich wollte gar nicht in die Werkstatt. Oh, ich bin dazu. Ja, wenn du ein anderes Spiel gewöhnt bist, halt, ne? So. Hier. Sleeper Duell. Oh, nicht, dass wir da wieder irgendwie Autos bestimmt auftunen müssen und so. Sleeper Duell mit Hell. Mit diesem gestörten E30 hier. Lauf 2. An den Start. Zeig's ein. Wander von da, was? Sind ja nur 2. Eddie aber auch wieder hier den Macker markiert, ne, gegen mich fährt er dann am Ende so. Voll Highlight. Ohne Witz, diese Pfeile, ne? Sinnlos, einfach nur sinnlos. Ich hasse sie, ich hasse sie! Gummiband-KI soll ja gefixt sein oder nicht mehr so gummibandmäßig sein halt. Man merkt einfach, dass der Wagen immer noch Luft nach oben hat. Der Drehzahlbegrenzer muss raus. Gucken wir nicht meinen ersten Unfall wieder, ja. Warten wir darauf, dass die Pfeile mir irgendwas von Harry Larry erzählen. Oder auch nicht. Neuer! Raspeed. Aber der wird nicht als Ikone jetzt ange... Oder? Ne? Ne, Ikone ist das nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Eddie eine Ikone wäre. Vor allem ist das ja gar kein echter Charakter eigentlich. Melissa,
beeindruckt, denn ich lasse mich nicht leicht beeindrucken. Aber du hast es bis hierher geschafft, das muss was heißen. Das nächste... Chill deine Base-Puppe! Vor allem, dass Eddie sein Skyline immer noch fährt nach 12 Jahren, ist auch ein Highlight, ne? Zeit drin. Okay, fangen wir an. Lauf 3 geht los. 13 Kilometer, 3 Minuten, okay. Klingt nach Spaß. Lächerlich. Dezent bescheuert, ne? Oh, ich hasse dieses Handling. Guck ich mal, ob wir das hinkriegen. Alter, da läuft einfach mal aus dem Fuß mit Carbone hinter uns her. Geil, ey. Ich weiß nicht, ob die versuchen wollen, irgendwie cool zu wirken, weil sie die alten Teile ein bisschen hier mit einbeziehen. Das ändert leider nichts an der Physik hier. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Idee. Auch wenn sie natürlich niemals wieder an Underground 2 rankommen werden, tuning-mäßig. Story-mäßig wird Most Wanted wahrscheinlich auch der King bleiben. Das alte Most Wanted, ne? Nicht das neue Scheißgerät von Spiel, wenn man das so nennen darf. Ach, so ein Zeitrennen ist das. Ich muss die schnellste Runde hier fahren. Natürlich mit diesen erbärmlichen Unfällen immer wieder dazwischen drin. Ich verliere Zeit. Hier, das sind so Sachen, die total dämlich einfach nur sind. Was war das jetzt? Was war das? Total sinnlos. Total sinnlose Crash-Szene. Hammer, ne? Ja, Auto aus. Sprit leer. Kurz nachgetan. Der jetzt eine bessere Zeit rausknallt. Warum kommen mir hier schon wieder solche Wurstwasserpiloten entgegen? Meine Güte, ey. Da drin war nervig. Nächster Lauf. Wieder mal ein Rundkursrennen.
Starten! Ja, schon 4 Challenges durch gleich hier. Willkommen bei Lauf 4. Hau rein! Erbärmlich, oder? Ja, ich weiß. Behindert. Einfach nur behindert. Nervt mich doch nicht irgendwie, diese lächerliche Polizei, ne? Ja, steht da ein Auto rum. Hat sich nicht zum Besseren gewendet hier. Los! Gib alles! Ja, ich muss erstmal den Überblick über die Strecke irgendwie behalten, weil... So ein Müll, ey. Ja, drin können wir vergessen, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse diese Strecken. Der steht da seelenruhig rum. Oh Mann, ey. Ich brauche eine vernünftige Lenkung. Komm dich schon wieder her. So, das hätten wir. Ja. Ich glaube, einen kriegen wir noch rein. Okay, Kleiner. Du schlägst dich gut. Aber dein Glück wird nicht ewig halten. Sieh schon mal in der App nach. Da gibt es die Daten für den... Yes. Hey, war nicht vorhin schon hier? Hat's durch die Stadt? Was? Was für ein Gerät? Ein schweres Rennen? Jetzt werde ich gleich ausrasten. Jetzt kriege ich gleich wieder Krämpfe. Ja, dann starten wir mal, ne? Schon wieder ein Zeitrennen. Ich kotze. Ich hasse Zeitrennen, die sind so unnötig. Unnötig. Die Unfallszenen hatten sie, die hätten sie sich hier sparen können. Ich beiß mir jetzt die Zähne hier aus, ich sag euch das. Da kommt gleich noch irgendeine Scheiße, irgendeiner von denen wird so schnell sein.
kommt. Oh Mann, ey. Ey, jetzt fahr doch. Boah, wie der versteifelte Karre hier. Ey, die Bullen. Die Bullen. Ich bin ein bisschen verwirrt, würde ich mal sagen. Ja, und schon ist der erste schneller als ich. Die Corvette da vorne, die scheint auch irgendwie. Oh, der Rechtsdrall der Wagen. Komm schon, hallo, mach Platz hier. Hallo. Ich muss die Runde jetzt richtig rocken. Jetzt haben wir verkackt. Also keine Fehler oder so hier. Komm, der darf jetzt nur nicht schneller sein als ich einer in der letzten Phase gucken. Glück. Ausdauer hast du ja, aber es ist noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel. Der nächste Lauf startet, damit du Bescheid weißt. Bye. Ja, der nächste Lauf startet. Dann in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich bin gespannt, was dann auf mich zukommt. Ja, also dann. Auf Wiedertschauen.